Hallo meine Freunde, auch wieder hier mit Let's Play Pepper Mans 2, die Legende von Mario und Bart Om kommt da runter. Work. Er ist tot, doch nicht. Okay, Musik ist so komisch. Ah, Mario. Schütze, diese Geister haben mir ziemlich übel zugesetzt. Aber Mario, ich muss dir noch sagen, es war richtig, mit dir aufs Meer zu fahren. Okay. Es tut mir nur leid, wegen meiner Flaschen von Schiff. Meiner Flasche von Schiff. Okay. Wegen der Flasche mit Psychoblub. Ich wollte sie nach der Landung auf der Insel trinken. Sie ist auf dieser Insel. Habe gesehen, wie die Flasche auf dem Wasser trieb. Wenigstens einen Schluck wollte ich trinken, bevor... mein Psychoblub. Der will Schnaps haben. Geil. So. Einmal bitte voll heilen. Ich bedanke mich. What the? Großer Felsen. Die Farben kommen mir bekannt vor. Das gefällt mir nicht. Ich habe dieses verdammte Lied nicht mehr im Kopf. Was der Idiot vorhin gesungen hat. Na komm, wie kann ich den nicht mal Yoshi richtig nutzen? Dumm. Ich komme wieder hoch, da komme ich nicht hoch. Gucken wir mal auf der anderen Seite, ob man da auch runter kann. Das sieht doch ziemlich gut aus. Das war dumm. Da habe ich den falschen Knopf zuerst gedrückt. Sehr gut, lass mich darüber. Ich liebe diese Steuerung. Na komm. So, und runter, runter, runter. Komm schon. Das will ich hinkriegen. Das ist ja wohl nicht schwer. Ich habe das gerade eben. Danke. Danke. Und runter. Und hinten kriege ich eine Kokosnuss. Noch eine Kokosnuss. Ich nehme beides mit. Tschüss, Schäfchen. Wow, das Item ist groß und es ist aus dem ins Nichts gefallen. So. Was mir auch immer diese Kokosnüsse bringen mögen. Schups. Und schubs. Sub, sub, sub. Subs. Und hier durch. Okay. Na, das bringt nichts. Oder? Doch, bringt was. Ich kann einfach hier runter und dann. Lauf! Lauf! Fucking Gegner. Will ich gar nicht. Nö. Why Fuzzies? Why Fuzzies? Oh, ein Schmatzer hier. Achso, so war es ja. Blub, blub. So. Das macht richtig Schaden. What the fuck? Okay. Da. Nächster Kampf mit drei Gegnern habe ich ein Level ab. Und was mache ich dann an Level? Wahrscheinlich wieder OP. So. Nein. Ich will ich gar nicht. Weil OP könnte ich tatsächlich gebrauchen, weil ich habe noch ein paar Orden, die ich gebrauchen könnte. Hallo? Hast du zufällig Psychoblock im Ohr? Das ist. Ich mach kurz Licht an, Moment. Es wird nämlich gerade duster draußen. Die Sonne geht von meinem Fenster weg. Oh, da seid ihr ja. Wir haben uns wirklich gesorgt. Dachten schon, ihr seid Padu. Aber jetzt sind wir ja. Wieder alle. Sag mal, fehlt da nicht einer? Stimmt. Bart Om hat uns von den Geistern gerettet, aber er wurde gefangen. Leute, bitte, Leute. Wir müssen Bart Om retten. Okay. Großartig, Bart Om lebt also auch. Das gibt mir neuen Mut. Mario, wegen Bart Om, könntest du da vielleicht wieder... Hä, was? Psychoblub? So.
Sowas haben wir hier nicht. Aber sag mal, dafür braucht ihr den denn? Was, Bad Om liegt im Sterben und er ist sein letzter Wunsch? Ist der letzte Wunsch eines Sterbenden ist... Also gut. Eigentlich ist es mir, aber Bad Om soll es haben. Okay, aber halt. Auch dieser Psycho gehört zu unseren knappen Vorräten. Also musst du für uns einen Ersatz finden. Am besten wäre es, wenn du auf der Insel etwas zu essen finden würdest. Okay. Wie wär's mit diesen Kokosnüssen? So, ich glaube, speziell diese Insel, die mir zufriedenstellen. Bitteschön. Ah, eine Kokosnuss. Lass mich überlegen. Eigentlich trifft es ja nicht wirklich meinen Geschmack. Aber ich denke, Bad Om soll die Flasche haben. Also los, nehmen Sie. Yay. Auf diesen Genuss hätte ich mich sehr gefreut. Es wird Bad Om sicher munden. Yay. Zurück. So. Lauf, 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 lauf. Hier ausweichen. Wo man jetzt. Ach so. Stimmt, ich bin ja nur eine Map weiter gewesen. Da wurde es ja gespeichert, dass ich den schon besiegt habe. Ich hasse diese Pflanzen manchmal. Drecksäcke. Kann ich den Saugplatz einsetzen? Roms, roms. Ja, kann ich. Sehr gut. Feuerblume habe ich keine. Sternfit kann ich, Sternattacken kann ich nicht nutzen. Das Erdbeben. Ja, komm, machen wir Erdbeben. Ich habe sowieso bald ein Level up. Roms. Okay. Nein. Du nicht. Diese Viecher sind schnell. Danke. So. Haben wir noch ein Erdbeben. Weil ich habe sowieso nach diesem ein Level up. Yay. Und ne, Luftbombe und nochmal Saugmatz. Ist ja egal. Bums. Yay, genau 9 Sternpunkte und damit habe ich ein Level ab 0. Yay. Und wir haben ein Level ab. Yay. Ich würde gerne meine Stats erhöhen, aber das geht ja nicht. BP. Machen wir OP, komm. Haben wir OP noch und beim nächsten Mal machen wir wieder die KP. Ich glaube, es wird auch mal wieder Zeit. Und außerdem kann ich mit der richtigen Ohren sowieso KP zu Not erneuern. Blütensägen, der Eisschlag. Der könnte interessant werden. Ich habe hier Feuergegner. Charge, Herzlein für Partner. Powerhor. Habe ich den nicht schon drin? Moment. Den Powerhor habe ich tatsächlich nicht drin. Powerhorn noch rein und den tut mir nichts. Da oben ist ein Fuzzy. Bullshit. Warum muss das so eine dämliche Strecke sein? Danke. Ich habe das Gefühl, der ist ein klein wenig gebuggt. Na komm. Okay. So. Bom bom. So. Ich habe tierisch viele Attacken jetzt auf dem Hammer. Und keinen einzigen auf dem Sprung. Da. So. Ups. Ups. So, hups. Und goes. Pardon, ich komme. So. Da sind schon wieder Kokosnüsse gewachsen. Why not? So. Hier dein Schnaps.
Dieser Duft. Hast du es mir etwa tatsächlich gebracht? Glück, glück, glück. Oh, dieser Geschmack. Ich explodiere vor Glück. Es hätten die Meeresgötter selbst meinen letzten Wunsch erfüllen wollen. So still, so friedlich. Danke für alles, Mario. Im Himmel wartet mein Scarlet auf mich. Adieu. Und die Stimme lasse ich jetzt lieber, weil sonst meine Stimme kaputt ist. Du pennst. Wach auf. Was zum Teufel, Piraten? Wir müssen aber. Wo sind wir denn? Du träumst wohl, Alter. Aber, Mr. Mario, bist du auch gestorben? Gestorben? Du spinnst wohl, wir sind alle am Leben. Was, also bin ich nicht tot? Ach ja, ich erinnere mich. Mario, wir sind noch lange nicht am Ziel. Oh Gott. Schätze, ich werde mich dir anschließen. Ich schätze, meine explosive Kraft wird dir doch gute Dienste leisten. Yay, neues Partymitglied. Warum hat folgende Fähigkeiten? Drückst du X, geht ein paar Schritte. Geht ein paar Schritte und explodiert dann. Dick, 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 dick. Boom, genauso wie Bombette hieß sie, glaube ich, aus dem ersten Teil. Mit Explosionen kannst du Wände und Felsen sprengen oder Schalter drücken. Dieser Trick funktioniert allerdings nur, wenn die Wände schon rissig sind. Da du ihn wirfst, kommt Bad Omp auch auf höhere Plattformen. Im Kampf sprengt er Gegner mit Bombe oder wirft mit Zeitbombe oder wirft mit Zeitbomben, die im Folgezug hochgehen. Okay. Ich glaube, im Vorgänger war noch Dingens, war noch der Tackle. Muss ich jetzt erst wieder zurück? Ich meine, das hier ist eindeutig der nächste Dungeon. What the fuck war das? Okay. Okay, er wirft ihn im PC. What are you doing? Okay. Nach guten 50 Minuten will er nicht mehr aufnehmen, oder was? PC. Ich glaube, ich gehe jetzt nur noch zurück. Und hoffe und höre danach auf. Ich wollte zwar ein bisschen mehr aufnehmen als nur zwei Folgen, aber ist okay. Funktioniert das? Ja, wunderbar. Ich weiß noch nicht, was ich drücken muss. 4 auf Anhieb. Das ist krass. Warte, drücken. Okay. Dumms. So kriegt man die Viecher auch weg. Sehr schön. Ich habe das Falsche geklickt, ne? Ja, natürlich. Dumm. Oh nein. Ja, mach ich mal mit. Okay. Okay. Jetzt habe ich. Ich muss die Technik einmal ausprobieren. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Dürfte ich langsam auftauen? Super. Allerdings wird er von der Bombe vorne erwischt, hoffentlich. Dürftest du? Gibt's doch jetzt nicht. Danke. Dankeschön. Beenden wir das. Dann war natürlich alles so geplant. Es war perfekt ausbalanciert. Das war genau so gewollt. Yay. Eiser verloren. Aber ich heile kurz mal Bad Omp. Na, warum will ich ihn eigentlich heilen? Ich kann ihn auch einfach austauschen. Und an dem komme ich, glaube ich, nicht vorbei, so einfach. Also besiegen wir die kurz. Und Roms. So, Erdbeben einmal. Dann haben wir nämlich allein angenehme KP-Zahl.
Moment. Machen wir den ganz normalen Panzer. So. So und. Dankeschön. So, den Hammer einmal. Bums. Bums. Na komm. So. Und das war's. Bums. Sehr schön. Dum, 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 dum. 9 Sternpunkte. So. Und weg hier. Na, komm her. Nehmen wir Zorro. Und lauf. Lauf. Fällt mir ein, ich wollte heute noch ein Infovideo aufnehmen. Und das habt ihr schon längst gesehen, wenn die Folge hier hochkommt. Nein, ich spreche jetzt kurz, damit ich hier. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt Schluss für heute. Das ist zwar. Oder. Ne, komm, ich nehme das Gespräch noch mit hier. Gibt es garantiert noch ein Gespräch. Ach, jetzt stehen beide da. Cool. Wie wunderbar, Bottrop, mein Guter, du bist wieder da. Wir haben uns alle riesige Sorgen gemacht. Vor allem natürlich ich selbst. Als Befehlshaber muss ich doch das Wohl meiner Leute im Auge behalten. Zugegeben, diese Lage ist im Moment sehr kritisch. Wir wissen nicht, was uns jenseits des Lagers erwartet. Wir wissen auch nicht, wie wir nach Rohling heimkehren können. Aber gerade jetzt können alle mir mit anfassen und mit vereinten Kräften. Kerl, du redest zu viel. Girre, respektiere mich hier eigentlich niemand? Nö. Übrigens, Mario. Hoppala. Wegen dieses Sternjuwels, das du suchst. Tief im Dschungel gibt es. Diesen Felsen sieht aus wie ein Schädel. Und als Legendär, und ich als Legendärwälder habe das Gefühl, dieser Felsen, er stinkt. Hey, der alte Patron, stinken? Liegst du da nicht etwas daneben? Na. Was war das? Also, ich wollte sagen, Schädelfelsen sind immer verdächtig. Das riecht nach einem Schatz. Das wissen wir auch ohne deine Ausführungen, Matrose. Ich wette, hinter diesem Schädelfelsen finden wir den gesuchten Schatz. Ich selbst bleibe natürlich hier, bewache. Also Mario, ich fürchte, ich muss dich noch einmal bemühen. Einen Moment, Corsario. Du willst den Schatz, dann komm gefälligst mit. Aber Bart Om, du sagst doch schon. Ich sage doch schon, ich muss. Also gut, wir brauchen eine faire Entscheidung. Also Männer, in Ordnung, wenn ich zum Schädelfelsen mitgehe. In Ordnung, bravo, viel Glück, sehr gut. Es steht das fest, Corsario. Bereit? Sehr gut. Ja. Corsario schließt sich hier für eine Weile an. Den will ich nie als Party-Member. Okay. Jetzt speichern wir aber nochmal. Ich würde mal sagen, ich bin sauer, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wäre, Let's Play Paper Mario 2 Legende von Millionen Tor. Bis zum nächsten Mal. Ciao.